Ein Schuss russischer Patriotismus in einem kleinen Küstenort auf der Krim. Ein Wahlkampfauftritt der Partei des russischen Präsidenten Wladimir Putin, einiges Russland. Kommenden Sonntag dürfen die Menschen hier zum ersten Mal seit der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel 2014 an den russischen Parlamentswahlen teilnehmen. Damit die Krim nicht nur ein legitimes, sondern auch vollwertiges Mitglied Russlands wird, müssen wir unsere rechtlichen Abläufe an die von Moskau anpassen. Mit neuen Krim-Abgeordneten im Parlament werden wir systematisch arbeiten und eine dynamische Entwicklung auf der Krim erreichen können. Offiziell kämpfen 10 Parteien um 4 Sitze im Parlament. Jedoch sind Oppositionsparteien de facto ausgeschlossen. Internationale Beobachter boykottieren die Wahl. Die vergangenen 2 Jahre waren schwierig für die Krim. US-Sanktionen haben ausländische Firmen vertrieben und die Preise in die Höhe getrieben. Das Bankensystem ist am Boden. Die Stimmung in der Bevölkerung ist nicht mehr ganz so euphorisch wie nach der Annexion. Diese Behörden sind gut. Wir kriegen jeden Monat pünktlich unser Gehalt. Natürlich wünsche ich mir etwas mehr Geld, weil die Preise hoch und die Gehälter niedrig sind. Es ist schwierig, weil man sich aussuchen muss, ob man Essen oder Kleidung kauft. Doch trotz der zunehmenden Unzufriedenheit sind viele auf der Krim zuversichtlich, dass sie mit der Wahl nun ein bisschen mehr zu Russland gehören.